Hallo meine Freunde, wie ich gehört habe, mögt ihr unseren Freund Roland sehr, der sich momentan in einem schlimmen Kater nach einem weiteren Alkoholexzess mit mir befindet. Mir geht es gut. Könnt ihr ihn aufmuntern, indem ihr den Hashtag Rattenstark hinterlasst, um ihn wissen zu lassen, dass viele Menschen an ihn denken. Viel Freude mit dem Video, meine Freunde. Wir hören uns öfter. Stark. Hallo, Ronja. Und wollt fragen, ob Sie einen Hund zu Hause haben oder eine Katze. Was mit dem Hund? Haben Sie einen Hund oder eine Katze? Ja, sicherlich. Und der Hund hat wie viel Kilo? Was mit dem Hund? Wie viel Kilo der wiegt, der Hund? 20 vielleicht. Warum wollen Sie das denn wissen? Weil Sie bei einer Umfrage angegeben haben, dass Sie einen Hund haben und dass Sie Tiernahrung interessiert. Tiernahrung. Genau. Füttern Sie trocken oder feuchte Nahrung? Das, was ich gerade übrig habe, kriege ich selber. Okay. Herr Rohleder. Sacken stark. Dinner for Dogs ist selber Hersteller, ne? Wir produzieren Tiernahrung. Also wir sind Produzent. Was ist mit Döner? Wir produzieren Tiernahrung. Ja, aber Sie haben auch gerade irgendwas von Döner gesagt. Dinner. Nicht Döner. Ach so, ja, sackenstark. Herr Rohleder, ja. Nehmen Sie mal 12 Kilo Trockennahrung von uns. Kommen Sie ungefähr 2 Monate hin, kann ich versandkostenfrei liefern für 43,90 an der Haustür. Was ist mit 2 Monaten? 12 Kilo Trockennahrung. Nein, der Hund, ich habe gerade gesagt, der Hund wiegt 20 Kilo. Ja. 20 Kilo. Ja, ja. Sie können mit 12 Kilo von uns ungefähr 2 Monate füttern. Ja, aber wie 20 Kilogramm, habe ich mich ja undeutlich ausgedrückt. Und ich kann Ihnen 12 Kilogramm anbieten für 2 Monate, für 43,90 versandkostenfrei an die Haustür. Ja, das ist schon gut, der Hund soll nicht abnehmen, das 20 Kilo ja, ist schon... Das hat ja damit, das ist eine Naturnahrung. Der ist gut im Futter, ich kümmere mich sehr gut um das Tier. Bei uns ist kein Zucker drin, Herr Rohleder, in der Nahrung. Das schmeckt das doch gar nicht. Doch, das ist Naturnahrung. Sackenstark. Was ist denn da drin, wenn da kein Zucker drin ist? Herr Rohleder, probieren Sie mal die 12 Kilo einmal. Ich esse doch kein Hundefutter. Der Hund soll die mal probieren. Da haben Sie recht. Oder haben Sie es schon mal probiert? Nein, Trockennahrung nicht, aber Feuchtnahrung hatte ich mal probiert. Das ist ja, können Sie, warum machen Sie sowas? Herr Rohleder, wollen Sie die 12 Kilo mal ausprobieren einmal? Ja, ich weiß doch gar nicht, was das ist. Das ist Geflügel, Fisch und Rind gemischt. Haben Sie Wildschwein? Nein, das ist Geflügel, Fisch und Rind. Weil der Hund hat mal im Jäger gehört. Der steht auf Wildschwein, der sagt. Wie heißt denn der Hund? Hitler. Wie heißt er? Hitler. Okay. Und wie alt ist er jetzt? Wie bitte? Wie alt ist der Hund? Wer ist wie alt? Der Hund. Wie alt? Der ist 6 Jahre alt. 6 Jahre, okay. Sackenstark. Herr Rohleder, probieren Sie mal die Trockennahrung von Wollten Sie mich gerade Herr Hitler nennen? Ich habe es rausgehört. Nein, Herr Rohleder. Ich hatte das Haar schon gehört. Herr Rohleder, wollen Sie die 12 Kilo mal haben, einmal? Ja, was kostet das denn? Die werden 43,90 und Sie können 2 Monate füttern. Ist da Gold drin oder warum ist das so schön? Also die kommen versandkostenfrei an die Haustür. Wer denn? Die 12 Kilo Trockennahrung. Und ich schenke Ihnen ein Leckerli Feuchtnahrung dazu. Wäre das okay? Das sind die Sachen, die Sie schon selber gegessen haben. genau die Nahrung. Was schmeckt das denn? Probieren Sie es mal. Ich habe hier Herbertstraße 102 in Hamburg. Ja, natürlich, das ist Reeperbahn. Da traut der Postbote sich sowieso nicht hin. Herr Rohleder, Ihre Adresse ist Herbertstraße 102, ne? Sackenstark. Wie? Sackenstark. Nein, Ihre Straße braucht ich. Ja, natürlich. Es ist aber nicht meine Straße, auch wenn wir das Sagen hier haben. Wir haben hier zwar das Sagen, aber es ist nicht unsere Straße. Aber Sie wohnen in der 102, das ist richtig, ne? Ja, immer noch. Das hat sich in den letzten 10 Sekunden nicht geändert. Ich schicke Ihnen nächste Woche mal die 12 Kilo. Leg Ihnen eine Rechnung rein, 43,90, und da probieren Sie es mal. Okay? Machen Sie das eigentlich immer so, dass Sie offensichtlich schwer betrunkenen Leuten irgendwelche Sachen am Telefon verkaufen? Nein, wir sind generell ein Direktlieferant, also wir sind nicht im Handel erhältlich.
Ja, das habe ich mir schon gesagt, Ist aber weil. eine sehr, sehr gute Nahrung, Herr Rohleder. Die ist vollkommen natürlich, ohne Zusätze und ohne Konservierung Ja, das und habe ohne ich jetzt Zucker. schon ein paar Mal gesagt, aber was Genau. unterscheidet Sie denn von. Also Sie haben einen wesentlich höheren Fleischanteil. Sie haben 70% Rohstofffleisch in der Trockennahrung und andere Hersteller haben handelsüblich 4 bis 18% Was, in der Nahrung. russisches Fleisch? Haben Sie gerade russisches Fleisch gesagt? Nein, das ist normales, was auch wir essen dürfen, also was für den menschlichen Verzehr zugelassen Ja, ist. was sind Sie eigentlich? Ich muss jetzt ja mal. Es ist schon voll spät. Wie können Sie noch arbeiten? Na, wir Gerade machen bis auf wie 20 Uhr? Uhr. Bis Das, 20 Uhr machen ja, wir. das tut Bis 20 mir. Uhr. Müssen Sie ja Weihnachten arbeiten, weil es ja Ja, diese Dis auch, auch. ja, es ist ja gerade diese Diskussion und der Naja, so schlimm ist Handel das da nicht. arbeiten muss. Ach, so schlimm ist das nicht, Herr Rohleder. Da gewöhnt man sich auch dran. An Weihnachten Ja. kaufen Leute an Weihnachten Hundefutter? Ja, doch. Aber was Herr sind Sie Rohleder, denn da probieren Sie für ein komischer Verein, wenn Sie da, Sie mal. rufen da spät abends die Leute an und essen selber das Ja, Hundefutter? naja, das haben wir schon gemacht in Schulungen, ja, das stimmt. Es Um ist einfach mal doch, zu sehen, wie es schmeckt, ne? Weil es ist ich ja auch dachte, Fleisch, was wir essen dürfen. es ist ja wie Nordkorea, Sie keine ordentliche Kantine da. Nee, Herr Rohleder, passen Sie auf. Nächste Woche mache ich Ihnen einmal die 12 Kilo Trockennahrung fertig. Kommt nach Weihnachten mit DHL, versandkostenfrei und Rechnung lege ich rein 43,90. Sie Ist das okay? können das nicht einfach machen. Na, Sie probieren es mal. Das haben Sie jetzt so beschlossen. Herr Rohleder, wenn es der Hund nicht frisst, auf dem Sack steht drauf, wir haben eine Geschmacksgeld-Zurückgarantie, dann rufen Sie bei uns an. Sie haben jetzt quasi für mich beschlossen, dass ich das kaufen möchte. Weil Sie so nett sind. Ja, da können wir ja. Sind Sie auch aus Hamburg? Nein, leider nicht, leider Warum nicht. nicht? Ich bin Thüringer. Das ist ja, da müssen wir Sie sich mal kulturell bereichern lassen. Ich führe Genau. Sie mal über die Reeperbahn. Gerne, Sie, gerne. Herr Rohleder. Hitler und ich, wir laufen da vorbei. Herr Rohleder, was ist denn das für eine Rasse, der Hund? Was ist denn das? Pitbull. Oh, das sind ja ganz große, ne? Ganz. Sackenstark. Der wächst auch Ah. bestimmt noch. Ja, ne, der wird noch. Wie alt? Na, jetzt ist er 6. Nee, da wächst Das er ist nicht mehr. richtig. Da wächst er Er nicht kriegt mehr. ja, muss ja hier, er kriegt ja mir immer Ah. vom Metzger Kraftfutter. Na gut, dann lassen Sie sich überraschen nächste Woche, ne? Probieren Sie mal. Ich habe einen Freund, der hat eine Ziegenfarm, da schickt er Ihnen auch einfach mal Sachen. Nein, nein. Herr Ohleder, vergessen Sie nicht unterzumischen. Das ist ganz wichtig. Untermischen bitte. Ja, Sie reden gerade wie meine Großmutter. Die kam immer an mit dem Pullover und gesagt, musst du eintunken beim Waschen, musst du immer eintunken, Roland. Okay. Das Nee, habe ich aber. bis heute nicht vergessen, aber es klappt nicht. Wir sind jetzt ja aber euch glücklicherweise in der Zeit, wo ich eine Waschmaschine kaufen kann. Genau. Nein, Haben Sie auch schon sowas das ist Modernes bei zu uns ganz, Hause? ganz, ganz großer Unterschied, weil das nicht so viel ist. Das ist gleich mal eine große Anschaffung, Waschmaschine oder Auto, ne? Das Ja, ist was sag anderes. es da. Es muss ja, ja Genau. alles Gut, gemacht lassen Sie sich werden. überraschen, ne? Ich lege Ihnen eine Rechnung rein, 43,90 Ich und hätte das nächste doch. Woche Ich habe es circa, doch gar nicht eingewilligt. Sie können mich doch hier nicht Herr über den Rohleder, Tisch ziehen. ungefähr nach Weihnachten kriegen Sie die Nahrung. Es ist ja nötig, was Sie hier machen. Nein. Ich hole die Hells Angela. Es sind meine Nein. Freunde. Nein, nein, Was ist denn los das ist mit Ihnen? für den Liebling des Hauses ist das. Für wen ist das? Für Für den ihn? Liebling des Hauses. Wen? Für Ihren Liebling ist das. Ich habe keinen Liebling, ich bin schwul. Oh, na dann ist es der Hund. Sackenstark. Wie heißt der Dann ist Hund? es der Hund, gell? Wie heißt mein Okay, Hund? alles Gute, Herr Rohleder. Sie können mir Und nicht einfach irgendwas schicken. ich lege Ihnen die Kundenbetreuung rein. Wenn was ist, rufen Sie an. Ja, Ne? es ist Nötigung, Zur was die da Sicherheit. machen. Es Zur ist Sicherheit. Nötigung. Herr Rohleder, Es ich lege Ihnen ist. zur Sicherheit die Kundenbetreuungsnummer Ihr rein. könnt mir die Kundenbetreuung gleich geben. Kann ich denen sagen, dass Sie mich hier zum Vertragsabschluss Wirklich? nötigen? Oh, ich dachte, wir verstehen uns gut. Sie nötigen hier einen betrunkenen Mann, das der Sache zu kaufen. Nein, ich biete Ihnen das an, Ich weiß das morgen doch gar nicht mehr. weil das eine sehr gute Nahrung ist, Herr Rohleder. Das Möchten werden Sie Sie nicht mit mir bereuen. einen sehr guten Whisky trinken? Gerne. Ja, sagen Sie es nur, damit ich hier Hundefutter kaufe. Nein, Herr Rohleder, probieren Sie es mal einmalig aus. Wenn Sie es wieder wollen, rufen Sie einfach an. Ne? Ich will das gar nicht haben. Haben Sie das immer noch nicht Probieren verstanden? Sie es doch mal. Warum denn nicht?
Welchen Technik? Ich bin ja, sag ich mal, ich habe kein Abitur. Aber ich muss jetzt mal fragen, welchen Teil vom Wort Nein Sie verstanden haben. Ja, ich hatte ihn ja, haben Sie eine Frage an mich? Ja, warum versuchen Sie mir zwanghaft Ihr Futter aufzunötigen, wenn ich schon dreimal gesagt habe, dass ich das nicht haben will? Naja, gut, aber anfangs hatten Sie gesagt, Sie probieren es mal. Das haben Sie gesagt. Ich habe gesagt, Sie können es mal erklären. Naja, genau. Außerdem dürfen Sie nach Handelsgesetzbuch Haben mit Sie noch Fragen Personen, die, dazu? ja, dürfen mit Personen, die eindeutig nicht in der Lage sind, Geschäfte abzuschließen, keine Geschäfte machen, Na, dann Handelsgesetzbuch. frage ich, ob Sie es probieren möchten. Nein, immer noch nicht. Nee, und wenn ich Sie nächste Woche anrufe, wäre es da besser? Weiß ich, ist Silvester, werde ich auch betrunken Nein, da sein. ist noch nicht Silvester, das ist Weihnachten. Silvester ist erst Sonntag. Ja, sag, ich kann das ja auch mal probieren. Na gut, Ich dann habe so probieren einen wir es. Experten, dass ich sehe, Dann mit Sie probieren wir es, reden. Herr Rohleder. Ne? Sacken Alles stark. Gute, Ja, gell? Bis nächste wiederhören. Woche. Tschüss. Reingehauen, Ja, Bruder. tschüss. Hau rein, mein Bruder.